Hallo und willkommen zurück im Train-Simulator 2017. Ja, wir fahren heute mit einem schönen neuen Schmuckstück. Wir fahren nämlich die BR 146.0 Expert Line von Virtual Railroads. Ja, endlich eine Expert Line. 146 war mal nötig. 146.2 wäre auch schön. Ah ne, war ja schon der richtige Ebola. Oder in der Langversion elektronischer Buchfahrplan mit Langsamfahrstellen. Gut zu wissen, ich sehe das hier gerade. Wenn ich hier so ranzoome, im Aufnahmevorschaufenster spackt er da ein bisschen rum. Macht er hier im Spiel nicht. Machen wir mal Tür auf. Hier hinten gibt es sogar so ein paar Schilderchen. Kannst du LZB anschmeißen, bräuchst du allerdings erstmal PZB für. Die hat die auch einen Schalter? Federspeicher, Batterie. Ach, glaub nicht. Dann bleibt wohl nur Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Zug ADO. Ich kann die LZB mal anschmeißen, einfach um es zu zeigen. Die brauchen wir zwar auf der Strecke hier eh nicht, weil es die gar nicht gibt. Hier AFB. 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 Gut, mit der Maus ist das ein bisschen grob zu steuern. Und das mache ich lieber mit der Tastatur. Machen wir mal hier. Licht hat die natürlich. Abblenden, Aufblenden, Fernlicht. Wobei ich gar nicht weiß, hat die 146 überhaupt ein Fernlicht oder ist das so ein anderes Nebellicht, keine Ahnung. Weil normalerweise haben wir nur die Fernverkehrsloks. Ein Fernlicht. Ja, wir haben auch die VR-DOS ist von der 111 dran. Ich habe mal 6 Wagen und einen Steuerwagen dran gehangen. Wir können natürlich auch das Ziel einstellen, das ist leider hier nicht so ganz synchron. Ich stelle ihn hier vorne mal, wir fahren bis Bonn. Und die Lok hat so ziemlich von allen deutschen TS-Strecken Ziele drin. Ah, da war doch Bonn. Hier hinten, was schildern wir da? RE4 nach Aachen. Ja, das ist wahrscheinlich der letzte, da bleibt da stehen. So, die Leute sind eingestiegen. Wir können mal hier die Türen schließen. Schön, wie das hier so am Piepen ist. Da fährt noch 146. Ist das auch ein Nuller? Das ist allerdings die Standard DTG. Ich glaube, das ist auch ein Nuller. Ja, müsste die. 2 haben orangene Anzeichen. Ne, es ist eine 2. Gut, er kennt seine Lampen, aber die 2 haben normal orangene Zielanzeigen. So, Türen sind zu. Dann würde ich sagen, ab dafür. Sehr schöne Anfahrsounds. Ich war ja schon auf 146 drauf. Na, es war zwar 146.2, da sah das der Führertisch ein bisschen anders aus, aber so von den Sounds her ist es so ziemlich selbe. Was kannst du noch so machen? Fenster auf. Tür geht auch. Natürlich auf der anderen Seite. Hier, man kann die auch ein Stück weiter aufmachen. Fenster hier natürlich auch. Fensterverriegelung hat die nicht.
brauchst du ja auch nicht. PZB noch im Startprogramm. Hier zeigt es natürlich auch wieder unseren Verbrauch an. Bis jetzt 59 Kilowattstunden verbraucht, 0 zurückgespeist. Hauptschalter ein, 15 kV Spannung. Wir jagen im Moment 50 Ampere etwa durch. Da war die SIFA, GSMR-Gerät, wie immer ohne Funktion. Zugfunk haben wir nicht. Zugsammelschiene müsste es sein. Ne, ist führend, dann ist das die Zugsammelschiene. Kannst du ausschalten, kannst du einschalten, macht hier im Moment relativ wenig. PZB abgelaufen, dann kommen wir mal auf 70 hoch. Wir fahren heute ohne Zeitdruck. Hier nochmal wunderschön von außen. Wir halten gleich mal hier in Köln-West an. Oh, was ist das? Das ist aber nicht das, was er machen soll. Da frage ich mich, warum. Ich habe das Trainworks-Update auf die Strecke draufgehauen. Und die Bäume, die sind vom Moseltal genommen. Allerdings habe ich die Strecke installiert. Die sind wir beim letzten Mal gefahren. Deswegen frage ich mich, warum die gerade fehlen. Tja, muss man nochmal nachschauen. Wenn nicht, muss man halt... Das ist ja in zwei Teile aufgeteilt, den... Dingens muss man dann halt mal runterhauen mit den Bäumen. Die hat auch gute Bremsen. Und jetzt speisen wir auch mal was zurück. Hier schon ganze 3 Kilowattstunden zurück. Was jetzt noch fehlt, ist, dass es ständig Störung blöbt. Oh, ein bisschen spät in die Eisen. Machen wir eine Vollbremsung. Wir haben, glaube ich, noch eine Stufe mehr. Ja, Schnellbremsung. Aber dann haut er auch direkt eine Störung. So. Türen auf. Ja. So. Hier sind die normalen VR-Dostos. Kennt man schon. Von der 111 habe ich die genommen. Und jetzt hier die Texturen auch wieder sehr schön, auch beim nahen Ranzoomen noch scharf. Aber das ist schon gut. Schöne Texturen drauf. Hat auch diesen Metallic-Look. Hier auch die Räder. Hier sieht man auch richtig schön die... Ist ja eine Flipdot, glaube ich. Die Anzeige. Da ist die hier noch weniger scharf. Mein Beileid. Ah ja, Fernbus-Simulator. Ich sag mal so. Das ist mal wieder so ein Spiel vom Typus.
Gute Idee, aber an der Umsetzung mangelt es teilweise noch ganz schön. Warten wir mal, bis die Türen wieder zu sind. Und jetzt sollten wir eigentlich langsam beschleunigen. Geben wir mal hier Vollgas, mal sehen. Ich glaube, ich habe auch irgendwann mal in einem Video gesagt, so eine 146 Expertline wäre schon schön. Ja. Jetzt fehlt noch eine 146.2. Ein vernünftiger ICE1, weil der aktuelle hat ja weder der PCB noch SIFA, das macht ihn relativ langweilig. Ein ICE4, da gibt es zwar auch schon einen von GBE, aber ich sag mal so, als Beleidigung könnte man ihn verkaufen, das ist richtig. Der ICE4 ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblingszug, also ist vielleicht schön und so, aber ich finde, das ist einfach der falsche Weg. Hier 80. Muss man normal bestätigen, hier nicht. Der IC4, das ist halt 230 bzw. in der Doppeltraktion 250, soweit ich weiß. Ist, finde ich, einfach der falsche Weg. Sie wollen den IC1 ersetzen, ja, aber da machen doch bitte auch die 280 schnell. Schnellere Züge brauchen wir nämlich im Moment zwar auf keinen Fall, aber man sollte vielleicht beim aktuellen Level bleiben. Andererseits, wenn du sie nur da einsetzt, wo du eh nicht schneller fahren kannst, dann ist es mir auch recht. So, runter hier Richtung Köln-Eiffeltor. Ja. Zum Thema IC4, das sieht auch irgendwie wieder anders aus. Die Bahn hat ihn ja liebevoll Angelina Jolie genannt. Wie sie auf den Unfug kam, keine Ahnung, aber so heißt er halt. Ich glaube, es hat auch Bombardier dran mitgearbeitet. So sieht die Front auf jeden Fall aus. Und ja, zum Thema GBE-Umsetzung, die ist wohl eine reine Katastrophe. Was ich da bis jetzt gesehen habe, die Türsounds sind schlimm, das Modell sieht scheiße aus, der Führerstand ist schlimm. Die Texturen sind scheiße und es stimmt einfach nicht mit dem Original überein. Also ein Produkt à la GBE. Dann haben wir die für diese Folge auch mal wieder gehatet und das mit den Bäumen nervt ja schon irgendwo. Hier, wir verbrauchen ja auch gut Energie, schon fast 300 Kilowattstunden verbraucht. Können uns mal auch die Zugdaten geben. 80 Tonnen wiegt die Lok, 907 Tonnen der ganze Zug mit 206 Meter Länge. Wir fahren der Bremsstellung R, schon 7 Kilometer zurückgelegt, dabei 17 Fahrradradsternchen. Fahrradradsternchen ist im Prinzip hier, was man auch gerade gesehen hat, ist, wenn der hier oben so Funken schlägt. So kleine Blitze am Stromabnehmer. Das sind diese Fahrradsternchen, die zählt damit.
das Datum stimmt, glaube ich, nicht ganz. Also 4.10.10.16 ist schon ein bisschen rum. Andererseits kann sein, dass es eine Erscheinung vom 17er war und einfach das Quick Drive auf dem Datum liegt. Muss man mal in einem Szenario testen, ob sich das ändert oder ob das eine feste Textur ist. So, wir können mal auf die nächste Seite. Die geht bis Kilometer 23,4. Hier ist Köln-Eiffeltor, da die Containeranlagen. Nächster Halt ist, glaube ich, Brühl bei den Regionalexpressen, soweit ich weiß. Hier stehen ein paar schöne IC-Wagen, druckertüchtigt. Sieht man hier an dem Übergang. Das ist, damit die damals auf der Schnellfahrstrecke Hannover, Kassel, Fulda, Würzburg einsetzen konnten, wegen den vielen Tunneln, weil die alten IC-Wagen waren halt nicht druckertüchtigt. Und wenn ihr dann so entgegenkommt, hast du dann ein Problem. Weiß gar nicht, kann sogar sein, dass die 146.0 gar nicht bis auf 160 zugelassen ist. Andererseits, wenn es nicht wäre, könntest du, glaube ich, die AFB nicht auf 160 stellen, weil die hat, ist ja bei 160 abgeriegelt. Mehr kannst du nicht einstellen. Vielleicht steht es auch irgendwo da oben. Das ist, glaube ich, normal dafür da, um hier die Zielanzeige zu bedienen. Ich weiß es aber nicht genau. SIFA. Wir haben die Leselampe, den Dimmer, oder? Achso, die Leselampe. Ne, ist der Scheibenwischer. Wo ist die Leselampe? Ach, die heißt Fahrplanleuchte. Na gut, passt auch. Den machst du ja nochmal hier rein. Und hier ist ein Dimmer dafür. Dann kann man die ein bisschen von der Helligkeit regeln. Im Führerstandslicht ist halt alles hell. Wieder SIFA, hier haben wir Notbremse. Hier hängen wir im Sitz drin. Da halt hinten zum Bedienen. Stromabnehmer können wir wählen. Bremsstellung, Federspeicher. Ja, Brühl fahren wir mal durch. Weil ich gerade so schön am Erklären bin, die Batterie. Das ist die Batterie. Da kam uns gerade wer entgegen. 189 mit leeren Containerwagen. Der hat aber auch auf Aufblenden. Ich habe hier das Licht auf Abblenden. Na, wobei die Standard-Loks haben, glaube ich, nur... Wobei die 189 hat, glaube ich, auch schon mehrere Lichtmodi. Können wir hier was von bedienen? Nö. Der Hörer fürs GSMR. Das sind halt Heizung zum Kram. Das ist ja im Train-Simulator nicht so... ganz das Wichtige. Ich habe gesehen, für Trains im World wollen sie jetzt am 25. August kommt das, glaube ich, raus. Also ist noch ein Monat hin. Oder fast noch exakt ein Monat. Ich habe hier gerade den 24.07. Und ja, wollen sie halt einen Teil der, was ist das, Great Western Main Line, also da durch England von Paddington nach, wo fahren sie, in Reading oder so? Die habe ich im TS auch. Wollen sie halt nachbauen, dass dann auch mal Personenverkehr drin ist. Ich warte ja immer noch auf die erste deutsche Strecke. Ein Teil Deutsch ist ja schon drin, den Fracht auf der Strecke übernimmt ja auch die Deutsche Bahn. In England fährt DB Schenker mit ihren Class 166.
16. Wollen wir mal gucken, wie weit haben wir es denn noch nach Bonn? So, sind wir ja gleich schon da. Wird das eine schöne kurze Folge. Fahren wir hier zwar mehr so IC-artig, aber passt schon. Wir haben auch zwei Hörner. Können sie auch zusammendrücken. Was sehr schön ist. Tür kannst du leider nicht öffnen. Da ist der Maschinenraum. Das ist die Lampe. Wo sind wir gerade? 22.2. Hätte ich ja noch gar nicht weiterschalten müssen. Es gibt also einen Schalter für die Bremsen. Naja. Wir haben das Führerbremsventil, die E-Bremse, Lokbremse, Türschließen. Das Horn. Hier können wir einen Hauptluftbehälter angleichen. Einfach Angleicher. Eigentlich ja schade, dass wir schon in Bonn enden. Weil erst ab Bonn wird die schönste Bahnstrecke Deutschlands ja zur schönsten Bahnstrecke Deutschlands. Jedenfalls nach irgendwelchen Votings, die wahrscheinlich sowas von geschmiert sind, keine Ahnung. Wurde das ja mal zur schönsten Bahnstrecke Deutschlands gewählt. Beziehungsweise bin ich mir gerade gar nicht sicher, ob das erste Teil ab Koblenz ist oder schon, oder das hinter Koblenz auch noch dazu gehört. Jedenfalls finde ich teilweise die Lahntalbahn noch viel schöner. Koblenz, Limburg, Wetzlar. Da kommt nur 146.0 entgegen. Jawohl, 650 kW. Oh, jetzt geht's nach Bonn rein. Ich warte eigentlich auf den ersten gelben. Ah, da vorne. Da gibt es die erste Beeinflussung. Ich bremse schon mal rein. Das kriegen wir hier noch eine Zwangsbremsung. Muss ja auch nicht sein. War der jetzt nicht scharf oder was? Dann halt nicht. Naja, PCB gilt ja nur zur Überprüfung. Bremsen muss ich trotzdem.
Auch weil da der Bahnhof kommt, auf was muss denn runter? 60 oder so. Haut nicht rein, haut Rainer. So. Der arme Rainer. Vielleicht sind es auch 40. Da steht was drauf. Sind es doch 40. Er meint 130, aber normalerweise ist ein gelbes Signal. Ja, hier wäre er jetzt natürlich scharf. Na, ah, haben wir doch noch eine kassiert. So, hauen wir nochmal voll rein. 400 Meter vom Bahnsteig. Ja, ist gut. Da komm halt die Klappe, so. Mal warten, bis der hier wieder los ist. So, jetzt kann es eigentlich wieder anfahren. Jetzt sind wir natürlich restriktiv auf 45 km ab. Ich bin mir eigentlich gar nicht sicher, ob das überhaupt so gesund ist, so viel Zugkraft hier drauf zu geben. Da wackelt ja schon leicht. Lassen wir noch auf 45 hoch. Und dann rollen wir noch hin. Wofür gab es die jetzt? I have no idea. Naja, bleiben wir am Bahnsteig stehen, passt schon. Kriegen wir noch Unterhaltung vom Bordcomputer? Ich mach ihn mal aus. So. Wahrscheinlich war es eine 500-Hertz-Beeinflussung, hätten wir nur 25 gedurft. Allerdings waren wir doch schon restriktiv überwacht. Naja. Oder die Tausender hat sich in dem Moment aufgelöst, wo eine neue kam. Ja, ich habe das Ende erreicht. Heil angekommen. Umgekommen ist keiner. Also alles in allem ein Erfolg. Von daher gucken wir uns noch die Auswertung an. An einem von allen Bestimmungsorten angehalten. Was haben wir denn für Betriebsfehler? Keine. Na dann. Die Zwangsbremsung rechnet er ja nicht an. Gut dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.